Maike Schmelzer vom Thüringer HC heute nicht mit aktiv auf der Platte dabei. Wie schwer ist es, heute zuzuschauen? Ja, es fällt natürlich sehr, sehr schwer, heute zuzuschauen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel direkt am Anfang der Saison. Es wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe, heute hier in Bietigheim zu bestehen. Und deswegen fällt es mir doch sehr schwer, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann. Wie ist es allgemein? Jetzt sind wieder Spiele möglich, auch vor Zuschauern, aber nicht in der eigenen Halle. Ist es ein Nachteil für euch, dass ihr Anfang der Saison jetzt erstmal auswärts spielt? Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir wieder Handball spielen können, dass die Liga beschlossen hat, wir können starten. Und ich finde es auch toll, dass unter den bestimmten Hygienemaßnahmen auch Zuschauer zugelassen sind. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass wir jetzt erstmal 3 Auswärtsspiele hintereinander haben. Aber da wächst die Vorfreude einfach, dass wir dann bald wieder in der Salzhalle spielen können, die ganz neu errichtet wurde. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr darauf. Wenn man die Vorberichterstattung gesehen hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Bietigheimer sagen, Thüringer HC ist ganz klar auf Augenhöhe. Von eurer Seite aus gab es so ein bisschen Understatement, ihr habt keinen Druck, das ist Bietigheim ist Favorit. Seht ihr das wirklich so in dieser Saison, dass es nicht ganz reicht, um mit Bietigheim mitzuhalten? Also ich denke, Bietigheim hat sich gezielt sehr gut qualitativ verstärkt. Bei uns muss man doch zugeben, dass wir einen gewissen Qualitätsverlust erlitten haben, sage ich mal. Aber dafür können wir vielleicht als Mannschaft einfach herausragen und können Bietigheim auch vielleicht ein bisschen ärgern. Aber so auf der Papierform würde ich sagen, dass Bietigheim schon eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Und dadurch, dass es jetzt so am Anfang der Saison ist, weiß, glaube ich, noch niemand so richtig, wo steht man. Dadurch, dass einfach die Vorbereitung auch mit wenigen Vorbereitungsspielen möglich war. Ja, ich lasse mich heute einfach überraschen und schaue, was auf uns zukommt. Wir uns auch. Vielen Dank. Danke.